Zwar hat Claudia Schiffer im Blockbuster Argilli keine Hauptrolle, dafür aber ihre Katze Chip. Die Mieze darf auch auf den roten Teppichen für den Film nicht fehlen. Natürlich unter der Aufsicht von Claudia Schiffer. Diese postet ein Video von dem Ausflug. Chip wird darin in dem ikonischen Rucksack getragen, posiert für Fotografen und kuschelt mit seiner Besitzerin. User merken in den Kommentaren allerdings an, dass der Kater so gar nicht begeistert wirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass Claudia sowas ihrer Katze antut. Ganz schrecklich. Das ist pure Tierquälerei. Das arme Tier. Was soll das? Oder sorry, arme Katze, heißt es dort. Eine Userin fordert, lass die Katze doch eine Katze sein. Und eine andere fügt hinzu, dass eine Katze nun mal kein Spielzeug sei und man nicht alles mit ihr anstellen solle. Auch dass Chip eine Zuchtkatze ist, deren Gesundheit durch die Züchtung eingeschränkt ist, bemängeln Follower in den Kommentaren. Bislang hat sich Claudia Schiffer nicht zu dem Shitstorm geäußert. Wahrscheinlich werden wir Katze Chip sogar noch öfter auf dem roten Teppich sehen. Denn Claudia hat über ihren Kater ein Buch herausgebracht und der Vierbeiner hat sogar einen erfolgreichen Instagram-Account.